Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Croakling und das ist wieder das Minecraft Nether Entdecker Abenteuer. Und wir haben gesagt, wir ziehen über Land weiter, deswegen würde ich auch gerne gleich direkt einfach mal lossausen. Haben wir alles, Sattel und Angel haben wir mitgenommen, ja. Ich würde ehrlich gesagt gerne so schnell wie möglich wieder in den Lavasee, weil da kann man doch am besten Dinge entdecken. Und mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Wir düsen mal einfach mitten durch Soul Sand Valley. Sind ganz schön flink, würde ich sagen. Und da unten ist auch schon wieder der nächste Lavasee. Ich denke, hier werden wir auch gleich weiter schreiten und versuchen, nicht drauf zu gehen. Wir können auch zu einem Schreiter hinschwimmen. Wir haben Tränke, um durchs Wasser zu schwimmen. Durchs Wasser, ne? Ihr wisst, was ich meine. Von welchem wunderbaren Wasser ich hier rede. Oh. Ja. Hat dich im Visier, Bester. Ja, Pfeil nehme ich mit. Danke. Und wir laden. So, schauen wir mal, ob wir einen Schreit hier gleich wieder hier finden. Ja, wunderbar. Da wartet schon ein sogar mit Sattel. Oh, fantastisch. Schau mal. Autsch. Nicht sterben. Kurz Panik bekommen. Schade, jetzt habe ich diesen Trank vergeudet. Mist. Ja, aber das war mir jetzt gerade zu riskant, muss ich ehrlich zugeben. Wie ist denn das passiert? Wieso habe ich denn da gebrannt? Schau mal. Hey. Mensch. Du, komm mal her. Ach so, wir können ja eigentlich so, ne? Also, wir können ja eigentlich hinschwimmen. Komm mal her, ja fein. Ja, fein, wir würden gerne mit dir weiter. Ja, komm her. Ja? Los geht's. Richtung Norden, bitte. Fantastisch. Dankeschön. Wir brutzeln hier munter vor uns hin, aber ich glaube, das schadet unserer Rüstung nicht. Mal schauen. Oh, das ist kein großer Lavasee, wie mir scheint. Das war ein bisschen ein Witz. Gott sei Dank hat der schon Sattel gehabt. Geh mal darauf, schau mal, wie weit der geht mit uns. Auf dem Rücken. Er ist halt nicht schnell, ne? Sonst könnte man mit dem auch das ganze Nether reiten. Fände ich auch in Ordnung. Kann der den Lavasee raufmarschieren? Wie lange haben wir denn Feuerresistenz? Ja, noch lang genug, denke ich. Nee, da kommt er nicht rauf. Ja, dann kann ich mit dir leider hier nichts mehr anfangen. Aber schön, dass du direkt einen Sattel hattest. Dann konnte ich meinen aufheben für den nächsten Lavasee. Ja, lauf halt hoch. So, dankeschön. Wir gehen weiter. Hab mich gefreut. So, hier rauf. Ihr wisst, was unser nächstes Ziel ist. Eine erneute Nether-Festung. Muss ich da jetzt ganz rauf? Geh mal da hinten am Lava vorbei. So. Hinter dem Lava durch ist immer am sichersten. Ich fühle mich gerade auch sicher mit dem Trank, ne? Das ist ganz entspannt. Ja, dann habe ich ein bisschen verballert, den Trank, sind wir mal ehrlich. Aber besser als da direkt am Lava drauf zu gehen. 43 Sekunden noch. Juhu, muss ich nutzen. So. Wir sind so heiß, Leute. Pilze? Brauchen wir noch Pilze? Ne, Pilze mit. Nicht, dass uns irgendwann Pilze ausgehen. Zack. Wir könnten eh wieder ein Süppchen kochen, ne? Wir haben hier noch eins. Wir kochen uns mal nochmal ein Süppchen. Chip. Packen wir uns gleich unter den Inventar. Und den schießen wir gleich aus dem Himmel, glaube ich. Der nervt mich jetzt schon. Und da sind noch braune Pilze hervorragend. Oh, daneben. Yes, ist nah. Wir schon oft schießen müssen. Aber mit dieser Armbrust, mit dem Schnellladen, ist man echt fix. So, hier gibt es auch Pilze. Jetzt sind wir wieder echt nahrungstechnisch gut aufgestellt. Wir müssen uns einfach nur an Pilzsuppen halten. Geht nicht so viel schief. So, jetzt haben wir aber keine Feuerresistenz mehr. Also wir sollten nicht da unten ins Lava reinfallen. Sonst wird es schwierig. So, jetzt sind wir wieder Richtung Westen unterwegs. Ich sammle mal ein paar Pilze noch mit ein, dass wir echt wirklich wieder gut aufgestellt sind. Und dann schauen wir,
dass wir hier Land gewinnen. Wie schaut es denn hier aus? Basaltbiom, eins meiner Lieblingsbiome. Lavasee da unten, wunderbar. Dann schauen wir, dass wir ein Schreittier finden, das uns wieder ein Stückchen mitnehmen möchte. Was brennt denn hier alles? Was sind hier für Pyromane unterwegs? Ich bin's nicht. Ich bin unschuldig. Absolut unschuldig. Schauen wir mal nochmal nach außen rum hier. Ob wir auf der anderen Seite auch runterkommen. Dann wissen wir auch, wie groß das vielleicht ist. Ja, könnte schon nicht ganz klein sein hier. Ja, dann müssen wir da irgendwie runter. Irgendwie da runter und auf das Reittier drauf. Haben wir, ja, wir haben unsere Ender-Chest im Inventar, sehr gut. So, gehen wir mal, schauen wir mal, dass wir uns mal hier runtergraben. Das ist gar nicht so leicht, hier auch wirklich runter zu finden, ohne drauf zu gehen. Mit diesen Überhängen, na, weil das hängt hier so über, ne? Landet man auch gerne und schnell mal im Lava, wie ihr seht hier. Stück für Stück zur Seite hier. Jetzt kommen wir langsam hier runter. Sehr gut. So, und ihr kommt. Seid ihr so? Ich sehe mich nicht. Oh Gott, oh Gott. Dieses Soul Speed in hier. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Kommt mal. Hallo. Kein Interesse? Ja, hallo, du kommst zu mir, ne? Ja, wunderbar. Du bist ja ein Feiner. Und hast du einen Sattel? Nein. Aber ich habe einen. Wie geht es jetzt? Rechtsklicken? Ja, wunderbar. Und los geht's. Einige Blöcke später und ich muss jetzt zugeben, ich habe jetzt doch mal einen Cut gemacht. Denn sonst wäre das hier doch etwas lang geworden. Ich bin ein paar Blöcke weiter nördlich spaziert. Habe gesucht, 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 bis ich euch das hier präsentieren konnte. Jetzt dachte ich gerade, ich bin ins Lava gefallen. Kurzer Schock. Das ist eine wunderbare neue Nether-Festung. Die werden wir uns jetzt anschauen und werden versuchen, dort unseren dritten benötigten Kopf aufzutreiben. Das sollte ja, denke ich, machbar sein. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo raus können. Ich beschwere nimmer. Ich würde hier gerne meinen Strider parken. Vielleicht machen wir eben eine Parkgarage hier unten. Erstmal schauen, ob wir da was hinbauen können. So. Das wird unser Eingang. Lauf mal darauf, Striderlein. So. Und jetzt machen wir eine Parkgarage. So. Und. Uiuiui, das dauert. Das dauert. Aber wir kriegen es hin. Und dann können wir den dann nämlich einparken. Nicht weglaufen, Striderlein. Arbeiten doch hier. Ich will doch nicht aus Versehen den einfach hier rüber geben. Hier rein wollen wir. Oh, das ist keine gute Idee gewesen. Naja, jetzt machen wir noch ein paar Blöcke und dann schauen wir mal. Ich will nämlich nicht, dass der mich ins Lava absetzt. Da hätte ich echt keine Lust zu. Kriegen wir das hin, dass du mich nicht ins Lava absetzt? Nicht, wenn nicht wirklich, gell? Lauf mal nochmal darüber. Wir machen das lieber the old-fashioned way. So. So, laufen wir noch ein Stück darüber. Danke. Der ist schon flink, wenn der dann so mal loslegt. Ja, wir machen hier eine Garage. Und dann düst der Kroko darauf und du bleibst hier unten. Du junger Mann. Hier bleiben. Könnte auch eine junge Frau sein, ne? So, bist du noch da? Ja. Hier müssen wir dann auch wieder unseren Respawn-Anker setzen. Aber ich denke, wir gehen ein Stück nach oben, bevor wir den Respawn-Anker setzen. So, wo bist du? Nicht, du kannst doch nicht weglaufen. Komm wieder. Komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Seriously? Junger Mann. Hallo. Der ist wahrscheinlich eine Frau. Denkt sich so, nee. Mit mir nicht. Na gut, dann gehe ich für dich den harten Weg übers Lava, weil du möchtest.
Komm her. Ich bin doch ein Netter. Ich habe nur noch 9 Blöcke. Hoffentlich reicht das. Haut dir einfach ab. Wie frech ist das denn? Jetzt komm. Das ist doch ein Schlawiner. Nein, ich brauche den mit dem Sattel wieder. So, jetzt aber. Komm, 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 schau mal. Schau. Schau zu mir. Bitte. Der sagt, nee, ich will nicht eingesperrt werden. Nee, Kroko. Keine Chance. Das ist doch... Ey, hallo? Der läuft jetzt echt einfach irgendwo hin. Jetzt hat... Jetzt kommt... Na, all... Nö, 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 mag ich nicht. Mm-mm, keine Lust. Jetzt? Hallo. Ich baue mich ja einmal über das ganze Lava, um den wieder einzufangen. Und der läuft einfach weg. Das ist so geil. So, nö. Mm-mm. Kein Interesse. Da müssen sie was anderes einfallen lassen. Willst du mich eigentlich wirklich mobben? Hallo. Jetzt machen wir es mal so, dann kriegen wir nämlich Steine, statt welche zu verlieren. Wie läuft das nicht einfach komplett weg? Der geht einfach. Kein Interesse. Aber dass er mal zurückschreiten will, aber der schreitet ja konstant von uns weg. Aber wirklich konstant. Nur von uns weg. Jetzt habe ich extra schon die Angel in die Hand genommen, dass du sie siehst. Jetzt muss er sie doch sehen. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist der da hinten. Nee, ich gehe lieber gleich mal hier rüber. Ey, ich sag's euch. Zickzack jagen. Den Strider zickzack jagen. Wie frech ist das denn? Hallo? Mag aber nicht. Sag mal, hackt's bei dir eigentlich? Das ist doch mein Ticket, um nachher wieder hier wegzukommen. Friends. Und bin ich jetzt dem Falschen gefolgt? Nee. Mensch, du hast mir vielleicht Nerven gekostet, Freundchen. Naja. Ich mag dich trotzdem. Ja, ja, wir gehen da hinten rein. Wir parken dich jetzt. Ich hab dir extra eine Garage gebaut. So, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. So. Ja, du bist ein Feiner. Du kriegst auch einen blauen Pilz, wenn ich nachher einen hab. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich da irgendwie raufkomme. Bitte hab ein wenig Geduld. So. Und für euch gibt's nochmal einen kleinen Cut, bis ich oben bin. Und da wären wir oben und haben schon Besuch. Mensch, da war ich nicht schnell genug. Okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ist das doch hier erstmal gleich mal unser Homebase-Spot hier. Hier können wir doch mal unsere kleine Basis einrichten. Äußerster Winkel. So. Zack. Hier geht's dann später runter. Also ganz ein sicherer Ort hier. Ganz ein sicherer Ort, den der Kroko sich hier ausgedacht hat. Machen wir das mal ein bisschen sicherer hier. So. Kann man schon mal nicht runterfallen. Das ist schon mal... beruhigend. Perfekt. So. Jetzt gehen wir hier rein. Und jetzt stellen wir uns mal einen kleinen Respawn-Egg ein. Als allererstes brauchen wir eine Werkbank. Schwupp. Eine Werkbank. Und dann brauchen wir unsere... Ui. Dididim. Ender Chest. Und dann brauchen wir nochmal 1, 2, 3, 4. Da ist schon jemand schlecht gelaunt. Nicht mit mir. Keine Lust. So, dann machen wir uns... Das habe ich aber falsch kalkuliert. 1, 2, 3. So. Jetzt so. Ein Respawn-Anker. Den setzen wir wohlgemerkt hier rein. Respawn-Point gesetzt. Wir sind bereit für diese wunderbare Festung. Wir haben noch einen Netherite-Anker. Ah ja, genau. Wir hatten das Problem mit dieser Spitzhacke, dass uns die bald zu Ende geht. Naja, wir kriegen das schon hier backen. Dann wollen wir eine Truhe haben.
Oh, da vorne war ein Wald, glaube ich. Da können wir uns dann Holz holen, wenn wir kein Holz mehr haben. Aber jetzt geht das Holz langsam aus. Ja, wir machen mal erst nur eine. Na, schmeißen wir erstmal alles rein, was wir nicht wollen. Die Uhr ist so geil. Brauchen wir nicht. Blöcke brauchen wir schon. Blöcke brauchen wir schon. Gold brauchen wir nicht. Nehmen wir mit. Brauchen wir nicht. Fleisch nehmen wir mit. Pilze nehmen wir mit. Das sind eh unsere Pilze to go. Das ist, glaube ich, okay. Was haben wir hier noch an Rationen? Ja, easy. Alles perfekt. Alles perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf in die Festung und schauen, ob sich hier was finden lässt. Was wir mitnehmen sollten, ist dieses Schwert hier. Denn wir werden versuchen, dass wir die letzten Schläge immer mit dem Schwert hier machen. Wir brauchen noch eine neue Spitzhacke. Dafür brauchen wir dann wieder ein bisschen Holz. So. Perfekt. Dann machen wir noch eine Suppe. So. Eine reicht erstmal. Wir können uns daher immer von der nähern. Die essen wir gleich. Dann haben wir, sind wir wieder gut aufgestellt. So. Und dann marschieren wir in der nächsten Folge in diese wunderbare Festung rein und holen uns den letzten fehlenden Witherkopf. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr es gerne liken, wenn ihr neu seid. Vergesst nicht zu abonnieren, ansonsten würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Viert euch!